Ich bin Christian Kassners, ich bin 38 und habe in Essen studiert, wo ich 2017 meinen Abschluss gemacht habe, und zwar in Fotografie. Und 2017 habe ich den Förderpreis der Wüstenrot-Stiftung bekommen. Also der Titel der Arbeit ist Nova Europa, und in den Fotos habe ich mich mit der aktuellen bzw. damaligen Situation in Tschechien, in Böhmen, befasst, so wie ich sie vorgefunden habe. Und in der Textarbeit, die man hinter mir sieht, geht es eigentlich um die europäische Idee. Das waren dann im Endeffekt 33 Quellen hier, die ich mindestens gelesen habe zu dem Thema. Was mal ein Zeitungsartikel war, mal ein Auszug aus dem Buch, mal eine politische Rede, Parteiprogramme, alles Mögliche, was man sich so ausdenken kann, Essays. Ich gehe, glaube ich, meistens so vor, dass ich erstmal sammle, und oft in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, gehe ich eher von so einer abstrakten Idee aus, die zum Beispiel durch Lesen oder Gespräche inspiriert ist, und oft fotografiere ich auch im Alltag, und was meinen Bildern vielleicht manchmal erstmal so was Alltägliches auch gibt. Die Buchform habe ich gewählt, weil sie mir halt irgendwie ermöglicht hat, so diese für mich erstmal auch selbst ein bisschen heterogenen Bilder in so eine Art Struktur zu bringen. Also zu der Demo bin ich ganz gezielt hingegangen, und zu den anderen, zu diesen Veranstaltungen auch. Im Buch sind da nur zwei gelandet. Und die beiden Treffen, die im Buch gelandet sind, war einmal in Tschechien, in einer kleinen Stadt. Das war so ein Wahlbündnis zu einer Lokalwahl. Und das hat mich einfach interessiert, mal zu gucken, was passiert, weil ich ja gesehen habe, dass auch in Tschechien in der nationalen Politik halt so ein Populist Premierminister ist und gewesen ist. Und dann wollte ich mal gucken, was passiert.